August 1928. An Bord dieses Dreimasters sieht man Willard Van der Veer, Kameramann von der Paramount, und seinen Kollegen Joseph Rucker. Sie sollen die erste US-Expedition zum Südpol filmen. Im Dezember 1928 kommt die Mission in der Antarktis an. Kurz nach der Ankunft filmt einer der Kameramänner die ersten Schritte des Expeditionsleiters Richard Byrd. Ein Jahr werden sie vor Ort bleiben. Ziel der Mission ist die erste Flugzeugüberquerung des Südpols, der 1350 Kilometer entfernt liegt. Hier filmen die Kameramänner das Ausladen des Flugzeugs, das noch zusammengebaut werden muss. Hier sieht man den Aufbau des Lagers. Es ist sehr schwierig, bei dieser extremen Kälte zu filmen. Es sind bis zu minus 35 Grad. Wie haben sie das geschafft? Und wie verlief der Flug zum Südpol? Während sie auf den Flug zum Südpol warten, filmen unsere beiden Kameramänner den Alltag. Hier ist es eine Essenspause auf einem Erkundungsgang. Im Basiscamp filmen sie in einem Tunnel mit Proviantkisten. Dieser Mann kratzt das Eis ab, um die Kisten zu finden, die er sucht. Darin befinden sich getrocknetes Gemüse, Obstextrakte, Eier oder Schokolade. Sie müssen zu zweit sein, um unter diesen schwierigen Bedingungen zu filmen. Das geht so. Einer bedient die Kamera, Van der Veer. Mit der Kurbel dreht er den Film manuell weiter. Und Joseph Rucker beleuchtet mit einer Laterne das Gesicht des Mannes, der die Proviantkiste holt. Mai 1929. In der Antarktis ist es jetzt Winter und es ist rund um die Uhr dunkel. Mit diesen Bildern zeigen die Kameramänner, dass jeden Tag eine Runde um das Lager gedreht werden muss, um zu prüfen, dass das Packeis nicht bricht. Sie filmen zu zweit, weil es minus 35 Grad sind und man so mehr Bilder filmen kann, aber kürzer draußen ist. Einer filmt von nahem. Oh, ganz schön rutschig. Und der andere von weiter weg. 28. November 1929. In der Antarktis ist jetzt Sommer. Der große Tag ist da. Stolz posieren die zwei vor dem Flugzeug. Van der Veer soll den Flug zum Südpol filmen. Hier die letzten Vorbereitungen. Alles wird gewogen. Das Flugzeug darf nicht zu schwer sein, um die über 3000 Meter hohen Berge zu passieren. Okay, mit Männern und Ladung passt das Gewicht. Aber dann beschließt Byrd, mehr Proviant mitzunehmen, falls das Flugzeug eine Panne hat. Jetzt sind sie zu schwer. Kameramann Van der Veer muss am Boden bleiben. Deshalb filmen die Kameramänner nur den Start des Flugzeugs. Den Verlauf des Flugs verfolgen sie per Funk. Am nächsten Tag filmen sie die Rückkehr zum Basislager. Die Überquerung des Südpols per Flugzeug ist eine große Premiere. Aber um zu zeigen, wie es von da oben aussieht, bitten die Kameramänner die Crew, den Flug nachzustellen. Später mit einem Flug nicht weit vom Lager. An Bord filmen sie den Piloten Bernd Balken, ein King der Luftfahrt. Hier wird die US-Flagge vorbereitet. Dann filmen die Kameramänner Richard Byrd, das ist der hier links, der die Bodenluke öffnet und die mit einem Stein beschwerte US-Flagge rauswirft. Und hopp, so hatte er es auch über dem Südpol gemacht. Sie drehen viele solcher Bilder, um zu zeigen, dass der Flug fast 20 Stunden gedauert hat. Februar 1930. Die Expedition war ein Erfolg. Jetzt müssen sie von der Antarktis in die USA zurückkehren. Van der Veer und Rucker filmen die Abreise. Nach 4 Monaten auf See laufen die Dreimaster in New York ein. Ihre Rückkehr wird mit einer großen Parade gefeiert. Die Männer der Expedition sitzen in diesen Autos. Gut, der große Star ist Byrd. Aber die Kameramänner bekommen immerhin einen Oscar. Und in Hollywood verrät keiner, dass sie bei dem Flug über den Südpol gar nicht im Flieger saßen.